darf in der neuen Reihe Ausnahmegespräche, initiiert vom Hauptverband des österreichischen Buchhandels, Peter Filzmaier begrüßen. Er zählt ganz zweifellos zu den bekanntesten Politikwissenschaftlern unseres Landes und nicht nur unseres Landes, sondern im deutschsprachigen Raum. Und nein, er wohnt nicht im ORF, auch wenn das manche glauben. Er lehrt Politikwissenschaft und leitet das Institut für Strategieanalysen und ist vor allem Sportfan, und genau darüber hat er ein Buch geschrieben, und zwar Atemlos, meine schönsten Sportgeschichten und was Sie mit Politik zu tun haben. Atemlos, Herr Professor Filzmaier, ist dermaßen verbunden mit Helene Fischer, dass ich Sie frage, wie Sie es Ihrer Tochter nahe bringen konnten, dass offenbar Ihr Verlag sich für diesen Titel entschieden hat und ob Ihre Tochter es Ihnen verziehen hat inzwischen. Also zunächst hallo an alle Seherinnen, und die Antwort, wie ich das meiner Tochter nahe bringe, lautet gar nicht. Also es ist schon das Tollste, dass ein Teenager das Buch als halbwegs cool akzeptiert, aber noch als es schon erschienen ist, hat sie mir immer wieder auf WhatsApp geschrieben, der Titel geht gar nicht. Dabei ist es natürlich eine doppelte Anspielung. Es gibt ja Leute, die sagen, ich spreche sehr viel und schnell, deshalb atemlos. Und dann war ich mal Laufsportler, da war ich zum Glück dann nicht ganz atemlos im Ziel, aber heftig keuchend, und das ist der Grund für den Buchtitel. Sie sagen in diesem Buch eben, und Ausgangspunkt dieses Buches ist, dass Sie Sportfan sind. Was zeichnet denn einen Fan aus? Wie würden Sie denn Fantum definieren? Also für mich persönlich, dass ich genau das Gegenteil bin von dem im Beruf als Politikwissenschaftler, was man sein sollte, nämlich neutral analysierend, beide Seiten betrachtend. Beim Fußball ist der Sportfan ganz klar auf einer Seite. Also wenn mein Barca Barcelona spielt, man sieht es an meiner Weste, dann ist es immer beim gegnerischen Angriff im Zweifelsfall abseits, was immer der Schiedsrichter meint. Das heißt, man entledigt sich als Fan auch allen Anforderungen von so etwas wie politischer Korrektheit. Also mit politischer Korrektheit heißt überzeugtes Fansein, das passt schlicht und einfach nicht zusammen. Klar, es gibt dann irgendwie schon eine Grenze, also wenn es in Richtung Brutalität, brutale Fouls beispielsweise, abgleitet oder ein leider noch häufigeres Thema, ja fast Doping, dann endet natürlich der Fanstatus. Aber selbst da, jetzt muss ich mich fast schon wieder selbst korrigieren, als die wandelnden Apotheken der Landstraße Ende des vorigen Jahrhunderts, also Marco Pantani, Jan Ulrich, Lance Armstrong, bei Bergetappen von großen Radrundfahrten ihre Duelle ausgefochten haben, da wusste jeder denkende Mensch, die sind wahrscheinlich durch und durch gedopt, und so war es ja dann auch. Aber irgendwie so ganz der Faszination konnte ich mich manchmal nicht entziehen vor dem Fernsehgerät. Diese Begeisterungsbereitschaft, diese Begeisterungsfähigkeit, die Sie im Zusammenhang mit Sport aufbringen, kennen Sie die zumindest vergleichsweise auch, wenn es um Politisches geht? Lässt sich das, diese Begeisterungsfähigkeit, auch aufs Politische übertragen? Ja, leider sogar so, dass natürlich die Politik den Sport gerne missbraucht. Im Kalten Krieg zwischen USA und UdSSR oder dem sogenannten Westen und dem Ostblock im vorigen Jahrhundert war das ja der Kriegsschauplatz, wo man sich ohne allzu großes Risiko, wie beispielsweise bei Atomwaffen, bekämpfen konnte. Die Medaillenspiegel bei Olympischen Spielen, die es offiziell gar nicht geben dürfte, aber jede Zeitungsseite schmücken, die waren der Ausdruck, wer hat gewonnen zwischen USA und damaliger Sowjetunion. Und auch Politiker zeigen sich ja gerne bei Sportveranstaltungen mit der Botschaft, ich bin einer von euch. Und die Begeisterung beim Sport, die positiv ist, die sind zum Patriotischen, man hält zu den Seinen, kann aber natürlich schnell kippen in den Nationalismus statt Patriotismus. Ich bin gegen die anderen. Naja, und das ist ja genau das, was im Politischen oft auch das Problem ist. Was Ihre Sportbegeisterung im Speziellen auszeichnet, ist zumindest bezogen auf gewisse Sportarten, dass Ihnen Patriotismus auch im Sport nicht wirklich ein Anliegen ist, oder? Naja, wenn es patriotisch ist, auch ich habe als damals 11-jähriger Cordoba und das 3:2 im Fußball von Österreich gegen Deutschland miterlebt, dann ist es ja nichts Schlechtes.
Der kritische Aspekt beginnt genau bei dem, was ich sagte. Kann man das positiv ausleben, ohne sich irgendwie gegen die anderen zu richten? Und diese Gratwanderung bekommen viele nicht hin, in der Politik wie auch leider im Sport. Übrigens keineswegs nur auf nationaler Ebene, auch bei Fußballvereinen. Lazio Rom hat hier einen ganz besonders traurigen Ruf. Gibt es die übelsten Rassismen oder bei Lazio Rom zum Beispiel einem Verein, der sich ganz offen zum Faschismus bekennt? Sie erzählen in diesem Buch nicht zuletzt von Ihren Anfängen mit der auch wissenschaftlichen Beschäftigung mit Sport und Politik. Sie haben Ihre Dissertation über die politischen Aspekte der Olympischen Spiele geschrieben und lassen anklingen in diesem Buch, dass es Ihnen durchaus so etwas wie leid tut, dass diese Dissertation jetzt zwar irgendwo in der Nationalbibliothek und an ein paar wenigen anderen Orten vor sich hin liegt, aber dass darin durchaus Lesenswertes zu entdecken wäre. Was war denn damals in der Auseinandersetzung mit diesen politischen Aspekten der Olympischen Spiele für Sie so der erkenntnisstärkste Moment? Naja, zunächst bin ich natürlich befangen. Ich kann jetzt schlecht meine eigene Dissertation loben. Und das ist ja auch kein Einzelschicksal. Ich glaube, so wie mir geht es vielen, die ihren Doktorgrad erworben haben, dass wenn jemand sagt, ich habe deine Dissertation gelesen, müsste man antworten, ach, du warst das. Weil viel mehr als die eigene Mama und Oma haben das üblicherweise neben den Betreuern und Begutachtern an der Universität nicht gelesen. Und man muss vor allem bedenken, ich habe meine Dissertation Anfang der 90er Jahre abgegeben. Damals konnte man nicht schnell auch ein Buch daraus machen, denn man hatte quasi ja nur ein Manuskript, hätte selbst mit sehr, sehr alten Computerprogrammen ein Typoskript daraus machen müssen. Einen Verlag zu finden, der das von sich aus finanziert, war noch schwieriger. Als gerade fertiger Student, die Eigenmittel aber sehr beschränkt. Also deshalb ist das einfach dort in den Bibliotheken gelandet, wo man Dissertationen abgeben musste. Das ist neben der Universitätsbibliothek und auch die Nationalbibliothek. Stolz bin ich, dass sie auch an der Library of Congress in Washington DC ist. Aber warum ist das irgendwie schade? Und die Sportreporter könnten das vielleicht, aber haben gar nicht die Zeit und die Aufgabe, sich mit den politischen Aspekten von Olympischen Spielen zu beschäftigen, denn die sind ja dort und müssen jeden von unzähligen Bewerben live kommentieren. Aber mit dem besonders traurigen Höhepunkt von Hitlers Propagandaspiel 1936 in Berlin bis zum von mir erwähnten Ersatzkriegsschauplatz im Kalten Krieg namens Olympia über als unter Anführungszeichen kleiner geltende Einzelereignisse, Terroranschläge, eines palästinensischen Kommandos in München 1972, Boykott der Afrikaner 1976 wegen Rassismus der olympischen Bewegung, dann wieder zum Kalten Krieg zurückführend 80 und 84, Boykott von UdSSR, USA wechselweise und von Verbündeten und so weiter und so fort. Also Sie merken schon, es gab keine einzigen Olympischen Spiele, die nicht zumindest versucht wurden, dass sie politisch ganz massiv instrumentalisiert werden. Sie zitieren in dem Buch an einer Stelle Samuel Beckett mit dem bekannten Zitat, versuchen, scheitern, besser scheitern. Sie als Sportfan, was treibt einen zum Sport? Ist es die Lust am Scheitern oder ist es mehr die Lust am Sieg? Es ist vielleicht auch die Lust am eigenen Körper. Da muss ich zunächst sagen, dass ich Laufsportler war und ich habe mal in einem schlauen Artikel, also nicht von mir stammt diese Weisheit, gelesen, es gibt eher die Ausdauertypen oder die Typen für Kicksportarten. Mir gibt Bungee-Jumpen, abgesehen davon, dass ich zu feig wäre, nichts, also wo man einen sehr, sehr kurzfristigen Adrenalinkick hat, sondern ich bin mehr der Ausdauertyp. Deshalb habe ich selbst Laufsport gemacht, kann mich aber auch sehr mit Langlauf, obwohl meine Technik dort gegen Null tendiert, identifizieren und so weiter. Und da ist es einerseits vielleicht für den Wissenschaftler interessant, die Langfristigkeit der Trainingsplanung und auch ein Marathonlauf oder ein Halbmarathon wird ja fast mathematisch geplant. Man lernt aber wirklich seinen eigenen Körper kennen und es gibt, das weiß ich als Laufsportler, dieses Runner's High, wo irgendwelche Glückshormone, medizinisch kann ich es nicht erklären, ausgeschüttet werden, wirklich bei sehr langen, langsamen Läufen, nicht beim Hardcore
harten Intervalltraining, wo man sich wirklich die Lunge aus dem Leib keucht. Da ist es dann wirklich so, dass man dieses Glücksgefühl hat und dieses Körpergefühl hat. Da ist es gar nicht so entscheidend, dass man vielleicht im Training allein läuft. Wettbewerbssieg, das ist relativ. Es geht beim Laufsportler mehr um die eigene Zeit, also sich selbst und die frühere Bestzeit geschlagen zu haben. Denn hey, ich war Volksläufer und da ist es pure Glückssache, ob ich Dritter oder Zehnter werde, ob vielleicht ein paar andere Gute bei diesem gleichen Lauf starten oder in der Nachbargemeinde. Also das kann man ja gar nicht selbst beeinflussen. Weil Sie von Glück sprechen, würden Sie sich selbst als jemand beschreiben, der durchaus ausgestattet ist mit der Begabung zu Glück? Das wird jetzt sehr philosophisch. Ich ärgere mich immer, wenn ich die kleinen Glücksmomente zu wenig genießen kann. Das fällt einem oft erst im Nachhinein auf. Das kann eine kleine Alltagsszene mit einem lieben Mitmenschen sein. Das kann ein Sonnenaufgang sein, was auch immer. Aber trotzdem jetzt Nein sagen, ich kann Glück nicht genießen. Naja, sagen wir so, ich habe lernen müssen, dass der Beruf nicht alles ist und dass man auch die kleinen beruflichen Glücksmomente schätzen muss und nicht immer nur das Große. Aber ich lerne ständig. Sind Sie gut im Einstecken von Niederlagen? Ich habe kein Problem damit, wenn ich selbst das Gefühl habe, ich habe mein Bestmögliches getan, egal ob jetzt im Sport oder beruflich. Das Schreckliche ist nachher, oder wenn man vielleicht sogar schon in dem Moment merkt, was man selbst falsch macht, aber besser könnte. Da knabbere ich dann schon lange daran, ja. Sie sind ja nicht zuletzt mit rhetorischen Vergleichen ins Sportliche hinein, im Kommentieren von politischen immer wieder in aller Munde gewesen. Gibt es einen Vergleich, den Sie gezogen haben im Kommentieren von politischen Gegebenheiten, auf den Sie heute stolz sind? Ach, es gibt eine Szene, die mit Sports zu tun hat. Ob das aber wirklich der beste Vergleich war, weiß ich nicht. Kurz nachdem Sebastian Kurz Parteichef der ÖVP wurde, noch nicht Bundeskanzler war, das war er erst nach den folgenden Wahlen, 2017 war ich in einer Fernsehdiskussion im Zentrum bei Claudia Reiterer und da waren auch zwei hochrangige ÖVP-Vertreterinnen, die damalige Generalsekretärin und jetzige Ministerin Elisabeth Köstinger und der frühere Wiener ÖVP-Stadtparteichef Bernhard Görg. Beide haben wenig überraschend den neuen Parteichef Sebastian Kurz ja gelobt. Das ist natürlich auch ihre Rolle dort. Sie haben es ein bisschen gar arg getrieben. Da habe ich schon gesagt, sie müssen ganz tapfer sein. Wenn sie glauben, er kann über Wasser gehen, dann irren sie sich teuflisch. Das stimmt nicht. Aber der Vergleich, der jetzt dann ins Spiel kam, den habe gar nicht ich begonnen, sondern Bernhard Görg, der ehemalige Wiener ÖVP-Chef, hat, ich weiß nicht, was ihn geritten hat, Sebastian Kurz mit dem früheren Formel-1-Rennfahrer Ayrton Senna verglichen. Irgendwie wollte er damit den Vergleich sagen, wenn Senna so dynamisch, aggressiv fahrend im Rückspiegel auftaucht, da sind die Gegner fast freiwillig ausgewichen. Und ich habe eigentlich nur eine trockene, zugegeben sehr unfeine Bemerkung gemacht. Senna ist tot, mit 300 km/h in Imola gegen die Mauer geknallt. Was wollen Sie uns eigentlich sagen? Das war böse, aber zugegeben, die Pointe war es wert. Ich muss aber ganz wichtig noch etwas dazu erzählen. Nach der Sendung, da trinkt man üblicherweise noch ein Glas oder isst ein Brötchen, ist Bernhard Görg lachend auf mich zugekommen und hat wirklich gesagt, Ihr Punkt, Sie haben ja diesen Senna-Vergleich abgeschmettert. Wir haben geglaubt, das erinnert sich keiner mehr an Senna. Und das fand ich wirklich groß von ihm und großartig, dass er das einfach so gesagt hat. Zumindest nachdem man Ihr Buch gelesen hat, Atemlos, meine schönsten Sportgeschichten und was Sie mit Politik zu tun hatten, haben im Brandstätter Verlag erschienen, versteht man, dass Sport und Politik sehr viel miteinander zu tun haben, dass das aneinander sehr eng gebundene Bereiche sind letztlich. Aber haben Sie auch Überschneidungsmomente? Also gibt es etwas, was im Sport genauso ist wie in der Politik? Ja, ein übles Beispiel. Die ganze Welt hat den Aufstieg Adolf Hitlers entweder nicht ernst genommen oder sogar indirekt unterstützt, aber jedenfalls viel zu wenig unternommen, um ihn zu verhindern. Es gibt in der Politik den Begriff des Appeasement, also der Beschwichtigungspolitik gegenüber den Nazi-Gräueln und so weiter und so fort. Dazu passt leider die Geschichte des Internationalen Olympischen Komitees in übelster Form, als nämlich vor den Olympischen Spielen
1936 in Berlin natürlich Zweifel aufkamen, dass man dort als eine Bewegung, nämlich die Olympische Bewegung, die den Friedensgedanken, die Völkerverständigung als Ziel hat, ja wohl keine Spiele abhalten kann. Dann wurde das lange ignoriert und schließlich wurde eine Ein-Mann-Untersuchungskommission nach Berlin entsandt. Die bestand aus dem späteren sogar Präsidenten des Internationalen Olympischen Komitees, Avery Brundage, der vorher eher verhaltensauffällig wurde durch Aussagen, er versteht gar nicht die Aufregung, warum die Nazis Juden vom Sport ausschließen. Sein Verein in Chicago, ein Leichtathletikverein, nehme ja schließlich auch keine Neger auf. Also das war widerlichster Rassismus. Und dieser Avery Brundage ist dann als Untersuchungskommission, ist bei den Nazis eh alles in Ordnung, nach Berlin gefahren, hat ausschließlich untersucht im Frühstücksraum des Hotel Kaiserhofs, ein sehr nobles Hotel, damals in der Berliner Innenstadt, wo er hochrangige NSDAP-Funktionäre getroffen hat und sich von denen anhörte, wie das so ist mit den Juden und Sport in Nazi-Deutschland. Und nachher kam er zu der Schlussfolgerung, es würde ja alles in Ordnung sein und das IOC hat Hitlers Olympische Spiele ermöglicht. Also da gab es in der großen Politik vor einem der größten Schreckensregimes und Massenmord ein Totalversagen in der Sportbewegung und hier in der Olympischen Bewegung aber mindestens genauso. Ließe sich nicht auch sagen, dass Sport so etwas wie das Opium für das Volk ist? Dieser bekannte Satz von Marx über die Religion, ließe sich das nicht auch über Sport sagen? Ich weiß nicht, ob man es mit einer Droge vergleichen kann, aber Gesellschaften und Gemeinwesen brauchen ein Wir-Gefühl. Das sich gemeinsam fühlen, egal ob es ist auf Gemeindeebene, auf Bundesländerebene, auf nationaler Ebene, auf EU-Ebene oder sich als Weltbürger fühlen, das ist wichtig, dass man das hat. Und das kann durch den Sport sehr, sehr stark gefördert werden, weil er nämlich Identifikations- und Integrationseffekte hervorbringt. Das ist einer von uns, ist ja klassisch, wie wir Sportler zujubeln. Daran ist jetzt in der Theorie noch nichts Negatives, weil dieses Zusammenhaltgefühl, ich bin da ein Teil dieser Gemeinde, dieses Gemeinwesens, braucht man ja tatsächlich. Nur weiß man aus der Sportgeschichte, wie auch aus der politischen Geschichte, wie schnell das pervertiert werden kann, eben dass man sich statt auch internationalistisch im Sport zu denken, gegen andere richtet. Sie gewähren ja in diesem Buch durchaus auch Einblicke in Privates im Sinne von, dass Sie zum Beispiel erzählen, dass der Umstand, dass Sie intensiver Läufer waren, ich weiß nicht, wie Sie es jetzt halten, aber dass Sie eben Sport ausüben, auch von Relevanz war für Ihre Beziehung zum Beispiel, weil Sie während des Laufens besonders redselig waren. Ist das nach wie vor so? Naja, zunächst haben Sie recht, dass ich in gewisser Hinsicht ein Tabu gebrochen habe, weil ich öffentlich über Privates gar nicht gesprochen habe. Aber die Entstehungsgeschichte war relativ banal. Der Untertitel ist ja noch viel wichtiger als der Haupttitel Atemlos. Da steht nämlich meine, mit Betonung auf meine schönsten Sportgeschichten. Das heißt, ich erzähle hier Geschichten aus meiner sehr persönlichen Erlebnisperspektive als Ex-Hobbylaufsportler, aber auch als Fan vor dem Fernseher. Das kann man irgendwie nicht, wenn man nicht das private Umfeld mit einbezieht. Denn da schaut man ja einerseits mit Freunden fern, aber oft auch mit der Familie. Meine Frau und Tochter sind deutsche Staatsbürger. Also Sie können sich vorstellen, wie das bei einer Fußballweltmeisterschaft zugeht. Die Zustände daheim wären nahezu unhaltbar. Und ich halte dann meistens zu Spanien. Aber auch, weil ich Laufsportler war, sehr lange Läufe gemacht habe. Da trainiert man ja nicht, wie sich das vielleicht der Laie vorstellt, immer am Anschlag, sondern macht vor allem sehr viel Grundlagentraining, wo man stundenlang durchaus gesprächsfähig durch die Gegend läuft. Da hat mich meine Frau oft am Fahrrad begleitet und sie könnte jetzt ein bisschen böse sagen und sie hätte recht, naja, so lange für sich hatte sie mich aus beruflichen Gründen gar nicht so oft wie bei diesen langen Läufen, die ja dann wirklich 2, 2,5 Stunden oder sogar noch ein bisschen länger dauerten. Sie erwähnen, wenn wir schon beim Privaten sind, ja gegen Ende des Buches auch, dass Sie rund um die 50 schwer krank waren und dass dieser Umstand auch Ihre Laufbereitschaft und Ihren Ehrgeiz diesbezüglich gezähmt haben. Würden Sie sagen, dass diese Erfahrung, einmal wirklich krank gewesen zu sein, Sie nachhaltig verändert hat?
Zunächst wurde die Krankheit leider zwangsläufig ein öffentliches Thema, weil ein Fieberschub unmittelbar vor einer Live-Sendung kam und da war ich schon angekündigt und auf dem Weg ins Krankenhaus hat mich Armin Wolf, das war der ZIP2-Moderator an diesem Tag, auch noch angerufen, Peter, was machen wir? Ich muss irgendwas sagen und die logische Antwort war im Zweifelsfall die Wahrheit, bevor Verschwörungstheorien entstehen. Ich hatte im Jahr 2018 eine bakterielle Infektion, die sehr schwerwiegend war. Ich glaube nicht, dass eine Krankheit durch eine höhere Macht mir irgendetwas sagen wollte. Da fehlt mir auch die Religiosität, um ehrlich zu sein. Aber was man natürlich schon lernt dadurch, ist, bewusster zu leben, sich bewusster Zeit zu nehmen für die kleinen Freuden. Dass der Laufsport vorbei war durch die Krankheit, wäre eine üble Halbwahrheit, denn in den 50er Jahren neigt sich jede auch Hobby-Laufsportkarriere dem Ende zu. Das ist zwangsläufig so. Aber was ich dann eben schon als Lehre daraus gezogen habe, nimm dir mehr Zeit für die Dinge und auch die Menschen, wo du gerne diese Zeit verbringst, mach, was dir Spaß macht und ein Sportbuch schreiben, hey, da gibt's Schlimmeres. Eine abschließende Frage, Herr Professor, noch, weil Sie selbst nochmal darauf Bezug genommen haben, meine schönsten Sportgeschichten und was Sie mit Politik zu tun haben, also Ihre schönsten Sportgeschichten ist der Untertitel. Sie sind als Politikwissenschaftler immer aufgefordert zu Objektivität und keiner Parteinahme. Aber ist denn Objektivität nicht immer auch eine gehörige fiktionale Angelegenheit? Absolut. Im Gegenteil, es sind diktatorische Regimes immer in der Geschichte gewesen und sind es heute noch, die sich der Scheinobjektivität verschreiben. Objektivität in der Wissenschaft heißt ja zum Beispiel, dass man seine Forschungsfrage, seine Ausgangshypothesen, seine Methodik transparent macht und wenn jemand das genauso dann verfolgt, diese Forschungsfrage müsste ja zu ähnlichen Ergebnissen kommen oder auch drauf kommen, was wir noch nicht sagen können. Es ist aber nicht gemeint, dass es nur diesen einen Zugang gibt. Ich könnte eine ganz andere Forschungsfrage haben, andere Ausgangshypothesen mit anderer Methodik prüfen. Nur, das ist trotzdem jetzt sehr auf der metatheoretischen Ebene im Vergleich zu meiner Subjektivität im Sport. Ein Beispiel, ich mag auch Tennisgeschichten und wenn Jimmy Connors in seinem New York, er war Amerikaner, gespielt hat, da sind 20.000 Leute vor Begeisterung auf den Sesseln gestanden, wenn sein Gegner, Ivan Lendl beispielsweise, einen Doppelfehler machte. Und ich muss jetzt etwas gestehen, ich stand da auch auf den Sesseln und habe geklatscht, obwohl das Beklatschen eines Doppelfehlers beim Tennis das absolute No-Go ist. Die Erklärung, es war Jimmy Connors, der lange die Nummer 1 der Weltrangliste war, wahrscheinlich nie vom Talent her das beste Tennis gespielt hat. Aber man konnte sich irgendwie diesem Streetfighter-Image nicht entziehen. Das heißt, zwischenzeitlich haben auch Sie keine Angst, Teil einer Masseneuphorie zu sein, als Sportfan? Ich schwierig, da rauszukommen. Ich glaube, die einzige Chance ist, dass man es nachher selbstkritisch wenigstens reflektiert. Ich habe zu Sportlern gehalten wie dem norwegischen Langläufer Petter Northug, der ohne dies ein unsympathischer Mensch war, weil er einmal dann schwer alkoholisiert einen Autounfall verursacht hat, dann noch fluchtartig den Ort des Unfalls verlassen hat und nachher bei der Polizei gesagt hat, der Beifahrer wäre eigentlich gefahren und vorher schon war er im Sprint ein Musterbeispiel theoretischer und angewandter Arroganz, der die Gegner verhöhnt hat, der dem Publikum gezeigt hat, sie sollen jetzt endlich die Klappe halten in Schweden, wenn er gerade im Sprint einen Schweden geschlagen hat und trotzdem konnte ich mich der Faszination Petter Northug bei Rennen dann nicht entziehen, aber ich bin mir wenigstens bewusst, wie absurd das ist und da könnte ich jetzt noch viele Beispiele bringen. Das Jimmy Connors Beispiel war ja auch eins, das man rational nicht erklären kann. Aber die Chance nutze ich jetzt. Es gibt auch eine schöne Geschichte. Jimmy Connors wurde nicht nur angefeuert, wenn der Gegner Fehler gemacht hat. Der kam als 39-Jähriger nochmals nach New York. Nur noch als Nummer 171 der Weltrangliste. Er brauchte eine Sondergenehmigung, um spielen zu dürfen, weil er vom Weltranglistenplatz gar nicht mehr qualifiziert gewesen wäre. Normalerweise scheidet so jemand in der ersten Runde aus und man gibt ihm höflichen Abgangsapplaus. Ich kürze ab, sein Weg führte bis ins Semifinale. Unter anderem auch deshalb, weil in einem entscheidenden Spiel nicht der Gegner ausgebuht wurde. Das Publikum ist einfach aufgestanden und hat Happy Birthday Jimmy zu seinem 39. Geburtstag gesungen, aber nicht nur einmal, sondern dauernd. Und das hat der Gegner dann auch nicht ganz verkraftet.
Peter Filzmaier, vielen herzlichen Dank. Danke, dass Sie teilgenommen haben an den Ausnahmegesprächen. Alles Gute Ihnen, bleiben Sie gesund. Ich danke auch und passen Sie auf sich auf, passen Sie auf alle Lieben auf und passen wir auf uns alle auf. Alles Gute Ihnen. Thank you.